Hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4, The Last Revelation für den PC. Wir sind im Poseidon Tempel. Haben im letzten Part die Pfade abgeschlossen und haben jetzt drei Zacke. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen oder vergessen. Das wäre ziemlich scheiße. Ja, jetzt sind wir im Poseidon Tempel, der schon mal ziemlich... Oder sagen wir mal, beachtlich aussieht. Mann, mein Stuhl hängt hier fest. So. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal kurz im Internet gucken, wie viele Dreizacke man haben muss, weil es wäre jetzt einfach scheiße. Wenn ich den ganzen Weg und alles hier gehen würde. Und dann fehlte mir ein Dreizack oder so. Da fährst du mit durch. Ach du Scheiße. Soll das Poseidon sein? Hey, da fehlt eine Dreizackspitze. Okay, liebe Leute, ich gucke das jetzt sicherheitshalber mal kurz nach. Bis gleich. Ju, wieso bist du plötzlich hier und gehst wieder in den Poseidon-Tempel? Vollkommen richtig. Oh. Moment. Vollkommen richtig. Mir fehlt ein Dreizack. Ich muss irgendwo einen übersehen haben. Das ist gerade etwas ätzend. Ich habe jetzt so neu geladen, dass ich nur kurz die Türen hier aufgemacht habe wieder. Zum Poseidon-Tempel. Das bedeutet, dass... Moment, ich zeig's euch einfach, dass die Typen hier unten noch leben. Jetzt stehen sie plötzlich alle auf, oder wie? Na toll, jetzt habe ich drei Pfeile. Wie viele Pfeile habe ich jetzt noch? Ich habe ganz schön viele verschwendet. 10 noch, okay. Hat hier irgendjemand was fallen gelassen? Ach, wieso sollten die was fallen lassen? Gut, also ich habe jetzt die drei Zecke, die ich vorher schon hatte, aber es fehlt tatsächlich noch einer. Irgendwo. Keine Ahnung wo. Die Leiter ist erst da drüben. Irgendwo fehlt einer. Ich muss mich jetzt umgucken. Vielleicht mache ich das auch offscreen weiter, keine Ahnung. Auf jeden Fall fehlt ein Dreizack. Ach, das ist ätzend. Ah, nett. Scheiße. Erinnert ihr euch ganz am Anfang? Das muss ich jetzt mal probieren. Wir sind praktisch ganz am Anfang, als wir hier reingekommen sind, an einem Weg vorbeigekommen, den wir noch nicht gegangen sind, da wo so eine verbackten Bodentexturen waren, wo ich gesagt hatte, dass ich mich da aufgrund der verbackten Bodentexturen nicht hintraue. Da war ich nicht mehr. Vielleicht führt mich das eventuell zum fehlenden Dreizack. Oder aber eben auch überhaupt nicht. Ach, scheiß drauf, ich gucke mich aufs Screen um. Wow. Erinnert ihr euch an diese Ebene? Hier bin ich mit der Leiter nach oben gekommen. In diese Ebene. Und wenn ich hier so reingehe, ist hier einfach direkt der fucking letzte Dreizack. Oh, es ist ätzend. Das ist halt wirklich ätzend. So, jetzt müsste ich 4 Stück haben. Ist das richtig? 3 Zackis. Sehr gut. Dann können wir jetzt zurück in den Poseidon-Tempel gehen. Ein Stück von dem Weg lasse ich mal noch drin. Ein Stück schneide ich dann raus. Ich denke mal, das hier sollte doch jetzt eigentlich ein Shortcut dahin sein, wo wir in dem Fass, also in der Urne diese Usimuni gefunden haben, oder? Ja, genau. Ich gehe jetzt nicht über die Küstenruinen. Ich habe die Türen ja vorhin geöffnet, aber der Weg ist... im Allgemeinen länger. Deswegen gehe ich jetzt den normalen Weg zurück, wenn es überhaupt geht. Aber eigentlich müsste das hier gehen. Bei dem anderen, bei dem Wasserding ging es ja nicht. Aber von hier aus dürfte es gegangen sein. Eigentlich. Ja genau, hier bin ich ja direkt wieder da. Gut, dann ab in den Poseidon-Tempel. Ich werde mir jetzt erstmal kurz, damit das da oben nicht so nervig rumblinkt, ein kleines Medipack snacken. Habe ich 141 Fackeln? Fucking hell.
Fucking hell. Okay. Ja, weg mit dem Ding. So, dann gehen wir jetzt nochmal. Also, das brauche ich jetzt nicht mehr rauskarten hier. Das kennen wir jetzt alles. Und das ist ja nicht weit. Das wissen wir. Deswegen kann ich das jetzt einfach schnell drin lassen. Deswegen kann ich. Derweil kann ich ein bisschen labern. Ich weiß gar nicht, was ich gerade labern soll. Nach Tomb Raider 4 kommt ja das Let's Play zu Dark Souls 3, ne? Auf der PS4. Wenn das alles dabei bleibt, ich hoffe doch. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, wollte ich jetzt mal erwähnt haben. So, ganz am Rande. Aber jetzt gerade habe ich erstmal tatsächlich wieder ein bisschen mehr Spaß mit Tomb Raider 4. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, dass es in den letzten Parts da durchaus ein paar Motivationsschwächen gab. Aber irgendwie ist es gerade ziemlich ausgeglichen wieder. Also ich fühle mich auf jeden Fall wohler. Das kann man auf jeden Fall sagen. So, Hallöchen. Wo sei dann? Kommt der jetzt hier rüber gesprungen? Ich hoffe nicht. Leute, Mensch. Lara. Fair. Okay, und jetzt wirst du sterben. Gut, damit haben wir einen Dreizack eingesetzt. Ich hoffe, das war jetzt alles, was ich hier machen muss. Oh. Ich habe gerade eben überlegt, welche Shotgun-Muni rüste ich jetzt aus? Bleibe ich jetzt bei der roten, die ich jetzt gerade drin habe, oder gehe ich wieder zu der blauen? Und dass ich hier jetzt blaue finde, das ist ein Zeichen Gottes, Poseidons, weswegen ich die jetzt wieder ausrüsten werde. Allerdings bleibe ich erstmal wieder bei den Pistols, weil hier, glaube ich, wieder ein paar Fässer kommen. Also Urnen, Vasen, wie auch immer. Oh, ja, oi, oi. Das sieht so witzig aus, ohne Mist. Und es funktioniert einfach immer noch. Wie damals auch. Ah, jetzt ist hier Wasser. Ich verstehe es langsam. Ich verstehe es. Allerdings ist hier jetzt auch so ein Vieh, deswegen bringe ich das einfach mal directly to its totem. Es ist natürlich super fair, dass ich währenddessen, während ich ihn dahin bringe, Schaden kriege. Hier rein. Bist du drin? Sehr gut. So, nächster Gang. Ich schätze mal, jetzt gehen wir rechts lang. Und danach... Ah, danach ist da bestimmt so viel Wasser drin, dass ich da reintauchen kann. Oder so. Ach, wer weiß. Irgendwas ist hier übrigens gerade explodiert. Das hat mir absolut nicht gefallen. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Oder es war eine Feuerfalle. So, hier scheint diesmal keine Leiter zu sein, sondern so ein Kriechgang. Was aber auch mal gut ist, aber Abwechslung. Oh nö. Zwei. Oh hey, ein Medipack. Dankeschön. Danke. Die Schienen stehen scheinbar erst auf, wenn ich das hier tue. Also bitte. Nummer 2 von 4 eingesetzt. Plop. Brrr. Hoppa. Immer noch nicht aufgestanden. Ich meine, okay, ganz ehrlich, soll mich nicht stören, denn wenn ich hier jetzt durchkrieche, da können sie mir nichts anhaben. Denn... Oh, das war ein Fehlgedanke. Das war ein ganz großer Fehlgedanke. Denn die können kriechen, die Huren. Hey, Moment mal. Die sind jetzt alle da on one spot. Gelegenheit. Nein, komm zurück. Hier, ich bin hier. Also mindestens zwei habe ich erledigt. So, damit ist hier jetzt auch Wasser und uns fehlt noch... Ein Gang? Wobei das ein bisschen verwirrend ist, weil wir ja eigentlich 4 einsetzen müssen. Habe ich einen übersehen schon? Oder spaltet sich der Weg nochmal auf in 2? Oder ist vielleicht erst unten der 4. Vierte? Oh, es sieht ganz danach aus, als würde sich das nochmal aufspalten. Also sieht zumindest etwas...
Sagen wir mal, der Raum sieht schon etwas voluminöser aus. Und ich werde dieses dritte Ding hier aktiviere ich erst. Mit zwei eingesetzten drei Zecken. Ja, Zecken. Die sollte sich mal impfen lassen. Oder der Poseidon sollte sich mal impfen lassen gegen drei Zecken. Was war das denn? War eigentlich gar nicht mal so witzig. Oh Leute, komm, jetzt mach die Dinger kaputt. Oh Laura, bitte. Oh! Was für Muni war das hier? Das ist keine Explosivmuni diesmal, aber auch keine Giftmuni. Ich glaube, das ist tatsächlich Normalwan. Die Normalwan. Wieso habe ich erwartet, dass einer von denen jetzt aufsteht? Ach, machen wir es auf die alte, bewährte Art und Weise. Oh. Huch. Much better. Nummer 3 von 4. Oh ja, besteig ihn, Lara. Oh. Ich will auch gern der Poseidon. Und jetzt ist vermutlich der Typ hier hinten noch aufgestanden. Aber irgendwie kann ich mit unerledigten Sachen nicht leben. Da verschwende ich lieber... wir verschwenden keinen Explosivschuss. Wir verschwenden lieber noch ein bisschen Zeit. Und machen es auf die Art und Weise. Und bringen ihn zu seinem Kumpel. Oh. Jetzt hat der Hurensohn mich runtergekickt. Ist das jetzt gerade sehr ernst? Gut. Du hast es so gewollt, Herr. Ich lasse dich auf ewig hier vergammeln. Hey, Moment mal. Geht's hier noch höher? Nein. So, jetzt habe ich aber immer noch einen 13 über. That's weird. Oder gab's da... Das könnte sein. Moment mal, da wo ich reingekommen bin. Oh Gott, ich habe Angst, dass mich das hier jetzt direkt in diese Strömung zieht. Okay, praktisch da, wo ich reingekommen bin. Ja, genau. Da geht's doch auch noch wohl lang. Oh Gott, das war ein Fehler. Das auch. Oh nein. Hey, Moment mal. Was war denn das gerade? Was ist denn hier links von mir? Ach, nur eine Säule. Okay, alles gut. Ich habe mich wohl einen Moment lang etwas verkohlt. So. Dann haben wir also praktisch am Eingang selbst noch... Daran habe ich irgendwie überhaupt nicht gedacht. Also am Ende ja dann doch dran gedacht, wie man gemerkt hat vielleicht. Aber wie auch immer. Auf und hoch geht's. Hallo? Ich hab schon einen angezielt hier. Okay, hier muss ich nochmal auf eine andere alte, bewährte Art und Weise zurückgreifen. Weil das sonst nicht hinhaut. Die werden mir hier nirgends, also sprunghaft nirgends hingefolgt. Ach nee, muss ich jetzt wieder durchkriechen. Ich hasse Kriechen. Da ist man so unbeweglich und langsam. Hallo? Poseidon! Mein Gott! Oh! Ist mal wieder was drin, und zwar sogar Usimuni. Und
Da sind noch mehr. Okay, ich gehe erstmal dorthin, auch wenn hier Todesfallen sind. Da hinten ist was drin, das sieht man von hier aus. Okay. Och nee, oh Leute. Was ist denn da drin? Ich glaube... Das sah jetzt aus wie ein... nee. Kann gar nicht sein. Oh nee, oder? So, ich werde das jetzt auf jeden Fall nochmal probieren. Die Frage ist nur... Probieren nicht anzubrennen? Oder probieren mit dem Feuer zu leben und am Ende mich zu löschen? Sieht gut aus. Ja. Pfeile und Shotgun. Nee. Und ein Gegner! Oh Gott, was macht man jetzt? Zwei! Ich glaube, das waren zwei, oder? Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Das ist ja gefährlich hier. Normale Pfeile, Shotgun-Muni beider Art. Sehr nice. So, und jetzt werde ich mit dem Feuer leben müssen, wahrscheinlich. Ne, ich brenne nicht an, alles gut. Sonst wäre ich jetzt einfach hier gesprintet mit dem Medikit und dann hier rein. Und alles ist wieder im vollen Lot. Sieht so aus, liebe Leute, als hätten wir den Poseidon-Tempel fast hinter uns. Denn wir geben gerade... Ja, wir sind gerade kurz davor, den letzten Dreizack einzusetzen. Um dann wahrscheinlich in diese Grube zu können. Die Grube. Jetzt bin ich ein wenig gespannt. Ah, ich wollte gerade fragen, ist hier jetzt Wasser drin? Und ja, es hat sich tatsächlich bestattet. So, ich könnte jetzt den normalen Weg gehen. Allerdings will ich mal wissen, was hier unten ist, wenn ich da durchschwimme. Oh, wow. Wow, so viel. Okay, wir gehen den normalen Weg. Es ist wohl besser so. Es scheint so gewollt zu sein. Oh, hier auch. Gut, dann muss ich nicht nochmal kriechen. Ach, hier musst du ja eh nicht kriechen. Gut, liebe Leute. Ich könnte hier jetzt cutten. Mache ich aber nicht. Hier ist jetzt Wasser, ja? Hoffentlich. Ja. Alles wässrig. Noch ein letztes Mal Luft holen. Und jetzt geht es runter in die Tiefen des Poseidon-Tempels. Kann Lara Croft so lange die Luft anhalten? Ja. Oh. Musik. Ich liebe dieses Lied. Es erinnert mich immer so sehr an die alten Tomb Raider-Teile. An die guten. An die richtig guten, meine ich. Die hier sind ja nicht schlecht. Also 4 und 5, aber... Die anderen sind einfach besser. Wow. Liebe Leute, ich würde sagen, wir haben den Poseidon-Tempel ziemlich gut erforscht. Und jetzt scheinen wir in der Haupthalle dieses Dungeons zu sein. Und deswegen würde ich sagen, liebe Leute, bis zum nächsten Part. Und auf Wiedersehen.